RI-Kontexte, das ist das YouTube-Interview-Format hier aus dem Roman-Herzog-Institut. Wir nehmen uns ganz bewusst Zeit, um bei Themen auch mal in die Tiefe gehen zu können. Gegenstand dieser Staffeln sind die Spaltungen der Gesellschaft. Mein Name ist Martin Lang, ich bin der Geschäftsführer des Roman-Herzog-Instituts. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Karl Hohmann. Er ist emeritierter Professor des Lehrstuhls für Philosophie und Ökonomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und ich habe jetzt ganz viele weitere Positionen, Tätigkeiten außer Acht gelassen. Herr Hohmann, im Augenblick sind die sogenannten Spaltungen der Gesellschaft in aller Munde. In den veröffentlichten Medien, teilweise auch in den Vereinen, in den Kirchen, bis zu den Familien. Ist es denn wirklich so, dass im Augenblick unsere Gesellschaften mehr gespalten sind als zu anderen Zeiten? Ich meine, Sie haben 1968 studiert. Ja, also darauf müsste man eine differenzierte Antwort geben. Ich glaube schon, dass wir mehr gespalten sind. Was heißt dieses mehr? Natürlich waren auch frühere Gesellschaften immer gespalten. 68 ist eine Spaltung gewesen. Wir haben Bürgerkriege gehabt, wenn das keine Spaltungen sein sollen. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Gesellschaft gespalten. Was heute gewissermaßen neu ist, das sind meines Erachtens drei Dinge. Das eine ist, die Bruchlinien entlang der, an denen sich die Spaltungen orientieren, sind vielfältiger geworden. Wir haben nicht nur die klassische Arm und Reich, Rechts- und Links-Spaltung. Wir haben Männer, Frauen, Geschlechter, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Kolonialismus gewesener Kolonialismus. Und wir haben vor allen Dingen heute eine Spaltung entlang kultureller Lebensstile. Da sind auf der einen Seite, das spielt im Augenblick eine große Rolle in der Soziologie, da stehen auf der einen Seite die Weltbürger, die international erfahren, gereist sind, tätig sind, meist akademisch ausgebildet, und auf der anderen Seite die familienorientierten, heimatverbundenen, eher konservativen, bodenständigen Leute, auf die die erste Gruppe herablassend herunterschaut. Das sind solche Spaltungen, und jetzt im Augenblick entlang der Pandemie, Impfbefürworter, Impfgegner. Das schaukelt sich im Augenblick ja dramatisch hoch. Also wir haben gleichzeitig viele Bruchlinien. Das ist der erste Unterschied zu früher. Das ging gar nicht. Das zweite, würde ich sagen, ist, dass diese Stammtische, sage ich mal, heute sehr leicht über die sozialen Medien verbreitet werden, und die Stammtische sind nicht mehr 8 oder 10 Leute. Das sind Hunderttausende, die dadurch erreicht werden, und in der Gesellschaft kocht sich dann dieser Konflikt hoch, auch in den öffentlichen Medien und so weiter, in großen Demonstrationen. Und das, der dritte Unterschied, glaube ich, ist, dass wir heute diese Spaltungen sehr stark moralisieren. Jeder nimmt die moralisch überlegene, moralisch gerechtfertigte Position für sich in Anspruch. Und Moral hat eine zweiwertige Logik, gut und böse. Der andere, der eine andere Auffassung vertritt, ist immer gleich der Böse. Der wird heruntergemacht. Und diese Moralisierung ist sehr stark geworden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das gibt immer so Wellen, wenn man in die Geschichte schaut. Aber im Augenblick haben wir eine starke Moralisierung, und Spaltungen, unterschiedliche Meinungen in der Gesellschaft, Diversität ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Das ist ja das Kennzeichen einer modernen, liberalen Gesellschaft. Schlimm wird es in dem Augenblick, wo die unterschiedlichen Auffassungen, Lebenseinstellungen, Verhaltensweisen moralisiert werden. Dann sind sie nicht mehr kompromissfähig. Und dann gibt es Spaltungen oder Zersplitterungen. Ich würde fast lieber vorziehen den Begriff Zersplitterung, weil ein und dieselbe Person, ein und dieselbe natürliche Person, kann auf der einen Seite ein Impfbefürworter sein, aber auf der anderen Seite heimatverbunden und konservativ und vielleicht eine Frau, nicht ein Mann. Die Hautfarbe kann unterschiedlich sein. Also man gehört bei diesen vielfältigen Kriterien, Bruchlinien, an denen sich die Spaltungen manifestieren, gehört man immer zu verschiedenen Gruppen. Problematisch wird es,
wenn das moralisch überhöht wird. Moral lässt keine Kompromisse zu. Unsere Moralvorstellung verlangt, dass moralische Imperative bedingungslos befolgt werden, unbedingt. Und die Imperative gelten kategorisch. Kategorisch. Und da darf man keine Kompromisse machen. Und wenn das in die Politik und in den öffentlichen Diskurs einzieht, haben wir Feindschaften bis hin zu Hass und Terror. Und einige Leute fühlen sich dann bemüßigt, auch zur Waffe zu greifen. Das war schon immer so. Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, diese Moralisierung, die stellen Sie so hin, als ob es ein Kennzeichen einer wirklich ganz modernen Entwicklung wäre. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es in den Bürgerkriegszeiten nach dem Ersten Weltkrieg auch große Moralisierung gab oder 68er. Ist es ein Kennzeichen der modernen Demokratie, diese Moralisierung? Oder ist es wirklich was Neues, was durch die Digitalisierung kommt? Ich weiß nicht, ob die Digitalisierung die entscheidende Rolle spielt. Die Moralisierung taucht immer in Wellen auf. Der große Soziologe Niklas Luhmann hat gesagt, das taucht immer, die starke Moralisierung taucht immer in den 80er Jahren jedes Jahrhunderts auf und setzt sich dann ein paar Jahrzehnte fort. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir natürlich heftige Auseinandersetzungen bis zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Aber das waren politische Unterschiede. Hier wird die Moral in Anspruch genommen und nicht etwa eine politisch andere Auffassung. Und Moralisierung lässt für den Einzelnen keine Kompromisse mehr zu. Dann zieht die Intoleranz ein. Also Moral ist, Luhmann sagt dann, Moral, wenn wir Moral für bestimmte Probleme zur Lösung benutzen, dann hat Moral entfaltet, Moral einen polemogenen Charakter. Da steckt das griechische Wort Polemos drin. Einen Krieg erzeugenden Charakter, weil Moral keine Kompromisse zulässt. Interessanterweise kommt ja diese Moralisierung auf, in dem Augenblick, in dem auch die traditionelle Kirchenmoralvorstellung immer mehr abnimmt. Das kann man sicherlich so sehen. Wir haben heute eine Moral, wenn man das allgemein sagen will, zumindest in der westlichen Welt, haben wir eine Moral der Menschenrechte. Mhm. Und die Menschenrechte müssen unbedingt durchgesetzt werden. Es gibt Stimmen, die verlangen, Handelsbeziehungen mit China etwa, wo die Menschenrechte verletzt werden, abzubrechen oder einzuschränken. Ist das ein Problem? Das ist ein riesiges Problem, weil man sich dann das Instrument aus der Hand gibt, dass man über Handelsbeziehungen, Wandel durch Handel, über Handelsbeziehungen Veränderungen erzeugt. Und Veränderungen in Gesellschaften, in ganzen Gesellschaften, in Weltgesellschaften dauern Jahrzehnte. Das kann man nicht mit dieser kurzfristigen Moral lösen. Moral heißt, ich nehme mir heute vor, ab morgen früh 9 Uhr nicht mehr zu rauchen. Aha. Fester Entschluss und dann tue ich das auch nicht mehr. So können Sie Gesellschaften nicht steuern. Oder Sie steuern diktatorisch. Ja, genau, mit Gewalt. Ich möchte mal bei dem Begriff Moral noch etwas bleiben und da etwas in die Tiefe gehen. Ich möchte Ihnen mal jemand vorstellen. Kennen Sie den? Ach ja, das ist einer unserer großen, mit dem studiert, oder? Großen Ahnen in der Philosophie. Ich bin ja Philosoph und Ökonom. Okay. Das ist der große Immanuel Kant und viele Leute, vielleicht nicht alle, aber viele Leute halten ihn für den bedeutendsten Philosophen der Neuzeit. Okay. Und in der Weltgeschichte insgesamt auf der Stufe von Platon und Aristoteles mindestens. Okay. Wobei er eben in der Neuzeit lebt und er hat gelebt von 1724 bis 1804. Und man kann sagen, wo, dass, in Deutschland, oder? Er hat in Königsberg gelebt, mhm, und ist auch über Königsberg eigentlich nie richtig hinausgekommen. Mhm. Trotzdem hat er die große Theorie für diese moderne Welt gemacht. Und wir stehen heute in unseren Moralauffassungen mehr oder weniger alle im Schatten genau von Immanuel Kant. Und darum ist er heute noch so wichtig? Diejenigen, die heute moralisieren und die Moral auf den Schild heben und meinen, mit der Moral könnten sie die gesellschaftlichen Probleme lösen, berufen sich auf ihn, genau auf ihn. Und seine Theorie ist, seine Konzeption ist, und jetzt erläutere ich Ihnen den Kant, auf den sich die Moralisierer beziehen.
Moral verlangt nicht nur das Richtige zu tun. Moral verlangt darüber hinaus das Richtige auch noch aus den richtigen, nämlich rein moralischen Motiven zu tun. Und jede Beimengung von Eigeninteresse degradiert moralisches Handeln zu einem bloß noch klugen Handeln. Das ist original Kant 1784, 85 in dieser Zeit. Und dann können Sie moralisch handeln ohne eine moralische Motivation überhaupt nicht mehr. Moralisierung ist dadurch definiert, dass die zentrale Rolle die Motive, die Handlungsmotive der Einzelnen spielen. Daraus folgt, dass man die jungen Menschen zu moralischen Subjekten erziehen muss. Erziehung hängt da dran und so weiter und so fort. Und was übersehen wird bei diesem großen Philosophen Kant, den ich auch sehr schätze, was übersehen wird, ist, dass er gut 10 Jahre später etwas völlig anderes gesagt hat. Auf den ersten Blick ein totaler Widerspruch. Da sagt er, das Problem der Staatseinrichtung, also der gesellschaftlichen Moral, sage ich mal. In welcher Schrift sagt er das jetzt? Das sagt er in der Schrift zum ewigen Frieden. Okay. Die andere Konzeption ist grundgelegt in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Und in der Schrift 10 Jahre später zum ewigen Frieden sagt er, das Problem der Staatseinrichtung ist von der Art, dass der Staat errichtet werden kann, und jetzt wörtlich, selbst von einem Volk von Teufeln, Klammer auf, wenn sie nur Verstand haben, Klammer zu, Zitat Ende. Das heißt, eine Gemeinschaft, ein Zusammenleben von vielen Menschen mit total egoistischen, brutal egoistischen Motiven, müssen einen Staat machen können und können das auch. Dafür brauchen sie nur Verstand. Der Staat funktioniert nach Kant und muss funktionieren, nur auf der Basis des Verstandes und des Eigeninteresses. Des klug gesteuerten Eigeninteresses. Und das scheint natürlich der totale Widerspruch zu sein. Und wie geht man mit diesem Widerspruch um? Sie sagen, es scheint. Ist es ein Widerspruch? Die Aufgabe eines Interpreten ist es, beides zusammenzusehen. Manche Leute sagen, Kant widerspricht sich hier. Dann, ich habe mal in einer Diskussion einem international bekannten deutschen Philosophen, der in Amerika lehrt, zugerufen, als er die moralisierende Seite von Kant stark machte. Aha. In gesellschaftspolitischen Fragen habe ich ihm mal zugerufen, aber denken Sie an das Volk von Teufeln. Und da sagte er aus der Lameng ganz spontan, ja, da hat der Kant eben Unrecht. Da wird es einfach weggeschnitten. Und der Kant hat sich das sehr genau überlegt. Und man kann sagen, ja, er hat 10 Jahre später seine Meinung geändert. Ich halte das alles für völlig unfruchtbare Interpretationen. Was ist der Unterschied, dass beide Sätze gelten? Der Unterschied liegt in den unterschiedlichen Problemen, auf die Kant diese Sätze jeweils fixiert und ausrichtet. Der Moralphilosoph Kant, so nenne ich ihn mal, der auf die moralische Motivation und die reine moralische Motivation setzt, der arbeitet sich ab entlang der Frage, was soll ich tun? Aha. Und jetzt betone ich noch doppelt anders. Ich meine das Individuum. Was soll ich tun, das Individuum? Und was soll ich tun? Das ist auf die konkrete Handlung, auf die Entscheidungssituation hier und jetzt bezogen. Und bei dem anderen Kant, den ich mal den Gesellschaftstheoretiker oder Sozialphilosophen Kant nenne, hat er eine völlig andere Frage. Er sagt, das Problem der Staatseinrichtung. Also da geht es um die Funktionsweise des Staates. Also eines Kollektivs von Tausenden, Millionen Menschen und heute der Weltgesellschaft von Milliarden Menschen. Wie bringe ich das zu einem gedeihlichen Funktionieren? Und da sagt er, da muss ich ganz anders vorgehen. Und jetzt, wenn ich das mal systematisch entfalten darf, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch in der etablierten Philosophie übersehen, geglättet wird, wegdiskutiert wird. Ich mache es mal ganz schematisch. Bei der engen moralphilosophischen Frage, was soll ich tun? Kontrolliere ich? Habe ich Einfluss? Ich? Nur auf meine Ziele, meine Motive.
Ich kann die Umstände, die Bedingungen meines Handelns überhaupt nicht beeinflussen. In diesem Augenblick, wo ich entscheiden muss, kann ich das nicht. Wenn ich in die andere Frage gehe, wie funktioniert eine Gesellschaft dauerhaft, heute würde man sagen nachhaltig, dann habe ich keinen, als Politiker keinen Zugriff auf die Motive der Menschen, auch nur begrenzt auf ihre Einsicht. Ich habe Zugriff nur auf die Handlungsbedingungen, die ich gestalten kann, indem ich beispielsweise Steuern erhöhe, CO2-Abgaben einführe, was wir jetzt im Augenblick erleben, nicht? Die Energiekosten steigen, also die Kohlenwasserstoffverbrauchenden Kosten steigen. Und dann muss ich darauf setzen, dass die aus Eigeninteresse, ich setze auf Eigeninteresse, ich verändere die Bedingungen und erwarte und setze darauf, dass die aus Eigeninteresse sich diesen neuen Bedingungen anpassen und sich das ganze System dann in die moralisch gewünschte Richtung bewegt. Das heißt, also, das wäre der beste Anreiz. Ja, der beste Anreiz ist finanzielle Anreize. Was wir im Augenblick bei der Energiediskussion, Klimadiskussion versuchen. Aber es gibt auch noch andere Anreize. Es gibt Anreize beispielsweise in Form von sozialer Anerkennung, von Karrieren. Dass ich Karriere mache, nur mit solchen Geschichten. Ich aber auf jeden Fall, die Triebkraft hier nicht nur ist Egoismus, Eigeninteresse, sondern muss es sein, weil ich sonst keine Stabilität erzeugen kann, sagt Kant. Und wir amalgamieren diese beiden verschiedenen Fragestellungen. Das sind völlig verschiedene Problemstrukturen. Und ich sage noch eins dazu. Bei der Frage, wie funktioniert ein Staat? Ich kann auch sagen, kollektives Handeln, gemeinschaftliches Handeln, wo die Menschen ihre erwünschten Ziele nur durch gemeinschaftliche Anstrengung erreichen können. Das ist in einer Unternehmung zum Beispiel genauso. Also in allem kollektiven Handeln kriegen wir ein Problem, dass es so bei dieser anderen Frage, was soll ich jetzt tun, gar nicht kennen. Und wenn ich versuche, gesellschaftliche Probleme mit den Kategorien dieser Frage, was soll ich tun, zu lösen versuche, dann kriege ich dieses Problem gar nicht in den Griff. Das kommt gar nicht auf den Bildschirm. Das ist das Problem, wenn alle mitwirken müssen, damit wir eine Gesellschaft des Friedens haben. Ich kann allein den Frieden nicht erzeugen. Ich kann allein das Klima nicht schützen. Ich kann allein durch mein Verhalten die Pandemie nicht aus der Welt schaffen. Da müssen alle mitmachen oder fast alle. Jedenfalls das Kollektiv muss mitmachen. Und dann kriegen wir das Problem, dass einige sich da zurückhalten, vornehm zurückhalten und sagen, das ist für mich das Erschütternde eigentlich. Wir haben diese Problemstruktur in unseren Sprichwörtern. Die Einzelnen halten sich zurück und sagen, Hannemann, geh du voran. Die Impfgegner sagen, naja, impft ihr euch mal, wenn wir 90% erreicht haben, bin ich auch geschützt. Ist die Pandemie aus der Welt geschafft. Also Sie meinen das diese Art Trittbrettfahrerproblem? Das ist das Trittbrettfahrerproblem. Wir haben in allem kollektiven Handeln haben wir Trittbrettfahrerprobleme und müssen dieses Trittbrettfahrerproblem überwinden. Und warum muss man es überwinden, wenn es nur eine kleine Zahl ist, wenn es nur 10% sind? Komme ich sofort drauf. Ich will nur den Fachausdruck bringen, den die Wissenschaft dazu bringt. Man analysiert diese Dinge spieltheoretisch und das ist das spieltheoretische Gefangenendilemma. Ja. Aber wir kennen das aus der Lebenswirklichkeit. Nur die Philosophie kennt es nicht. Oder macht daraus nichts. 10% der Gesellschaft können, jetzt sage ich es spieltheoretisch, defektieren, also nicht kooperativ spielen. Das erträgt jede Gesellschaft. Jede Gesellschaft erträgt ein gewisses Ausmaß an Devianz, aber das darf nicht überhand nehmen. Und dieses Problem der Trittbrettfahrer kriegen wir nicht in den Griff. Und da sagt der Kant, der hat das genau auf dem Radarschirm, da sagt der Kant in dieser Schrift, die ich eben zitiert habe, da muss der Egoismus ausreichen und ich muss die Gesellschaft so bauen, dass Eigeninteresse unter den geeigneten Spielregeln ausreicht, um die Kooperation stabil zu halten. Jetzt sage ich andererseits Ihnen, wollen wir auch ein gewisses Maß an Freiheit gewähren. Das ist völlig richtig. Wenn wir auf die Freiheit gehen, gehen wir auf die Pandemiefrage. Inzwischen ist ja selbst die FDP dabei,
von ihrer dogmatischen ideologischen Freiheitsposition abzurücken, weil sie sehen, dass es anders nicht geht. Das ist also für mich, ich hätte das nicht erwartet. Aber das Problem ist, wodurch schaffen wir denn Freiheit? Was ist denn Freiheit? Was ist Ihre und meine Handlungsfreiheit? Wodurch ist die garantiert und stabilisiert? Durch im Gesetz? Durch Regeln, durch Gesetze, durch kollektive Regeln, vereinbarte Regeln und durch Sanktionen. Das einfachste Beispiel, an dem sich jedermann das immer wieder klar machen kann, ist das Fußballspiel. Wie erzeugen wir im Fußball Fairness? Denn das sind Gegner, die da auf dem Platz stehen. Die wollen gewinnen, insbesondere wenn es um was geht, Champions League oder so etwas. Wie erzeugen wir Fairness? Durch Regeln. Nur durch Regeln und den Schiedsrichter, der mit Sanktionsgewalt diese Regeln durchdrückt. Und das Ergebnis ist, dass die Spieler sich dann schon aus Eigeninteresse an die Regeln halten, denn sonst fliegen sie vom Platz oder schaden ihrer Mannschaft. Und die Trainer, gute Trainer, nehmen, wenn da Egoisten unterwegs sind, die nehmen die vom Feld und wechseln die aus. Also ich kann nur mitspielen, wenn ich mich an die Regeln halte. Diese Gefangenendilemma-Struktur bzw. dieses Trittbrettfahren ist das Grundproblem allen kollektiven Handelns. Und überwinden kann ich es nur durch mit Sanktionen bewährte Regeln. Und jetzt muss ich noch ein Wort zu Kant sagen. Und Kant schwankt hier. Das, was wir heute spieltheoretisch das Gefangenendilemma nennen. Dass der Erfolg meines Handelns abhängig ist von dem Mitwirken des anderen. Und solange ich nicht sicher bin, dass der mitwirkt, halte ich mich zurück. Hannemann, geh du voran. Ja. Kant hat dieses Problem an mindestens drei Stellen explizit formuliert, natürlich nicht unter der modernen Terminologie. Und das Interessante ist, dass Kant das wieder an allen drei Stellen moralphilosophisch auflöst. Da schwankt er selber. Das sind aber Schriften so aus den 1781, 1784 und 1791. Und die Schrift, die ich zitiert habe zum ewigen Frieden, ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von 1796. Da hat das völlig klar. Er sagt, ja, es kann ja sein, dass ich nicht sicher bin, ob die anderen mitmachen. Und dass ich sozusagen mich nicht moralisch verhalte, nicht mit gutem Beispiel vorangehe. Die Redensart im Kopf. Das gute Beispiel in diesen Strukturen bewirkt gar nichts. Das ermutigt die anderen gerade, ihren Beitrag zurückzuhalten. Kant sagt, wenn ich nicht sicher bin, ob die anderen mitmachen, muss ich mich trotzdem an die moralischen Regeln halten. Alles andere ist ein Laster. Das ist eine Verteidigungsstrategie, dass ich nicht mit moralischen Vorleistungen, die mich etwas kosten, dass ich da nicht in Vorleistung trete, das ist eine moralische Leistung, die aber gar nichts bewirkt, wenn die anderen nicht mitmachen. Oder wenn beispielsweise eine Gesellschaft des Friedens erreicht wird und die anderen leisten ihren Beitrag nicht, dann bin ich sauer auf diese anderen. Und sie merken, dass im Augenblick der Hass, die Feindschaft gegenüber... Ja, da sind wir wieder bei der Spaltung. Bei der Spaltung gegenüber den Impfgegnern und so weiter, dass der zunimmt. Das liegt genau daran. Wir kennen das lebensweltlich alle. Aber die Philosophie nimmt es nicht. Die Philosophie versucht immer wieder, gesellschaftliche Probleme, also Kollektivprobleme, Probleme ganzer Gesellschaften, sogar der Weltgesellschaft, dadurch zu lösen, dass man an die Moral jedes Einzelnen appelliert. Für einen sozialphilosophisch und spieltheoretisch orientierten und gebildeten Philosophen ist das Nonsens. Das ist hoffnungsloser Nonsens. Aber dann bleibt die Frage, wer setzt denn diese Regeln fest? Ja. Wer macht sie denn? Und dann habe ich Ihnen noch was mitgebracht. Da habe ich ein Bild gefunden. Haben Sie es schon mal gesehen? Ja, das kenne ich natürlich auch. Das kenne ich auch. Das ist das Titelbild auf dem ersten Blatt von Thomas Hobbes, dem englischen Philosophen, der im Unterschied zu Kant nicht im 18. Jahrhundert gelebt hat,
sondern im 17., also ein Jahrhundert, ein gutes Jahrhundert früher. Okay. Und das ist das Titelbild von dem berühmten Leviathan, so heißt das Buch, von 1651. Aha. 1651. Und das ist, das Buch ist deswegen für mich, Das ist deswegen so wichtig für mich, weil dieses Buch systematisch gesehen, nicht literarisch, das ist ein Buch von 500 Seiten, aber auf zwei Seiten hat er genau diese Struktur, das kollektives Handeln, das Mitwirken aller verlangt und dass immer jeder Einzelne aber sozusagen einen starken Anreiz hat, seine Beiträge zu verweigern, weil er auch nicht sicher ist, was der andere macht. Und solange er nicht sicher ist, dass der andere auch kooperativ spielt, spielt er selber nicht kooperativ. Und das tut er nicht aus Egoismus, sondern das tut er, um sich zu verteidigen. Hobbes hat hier den lateinischen Begriff später eingefügt, Verteidigung. Das Motiv, nicht kooperativ, nicht moralisch, nicht gesellschaftlich zu handeln, nicht gemeinschaftlich zu handeln, ist Verteidigung. Aber das hat auch mit dem speziellen Menschenbild von Hobbes zu tun. Und die Frage ist, ob das dann auch wirklich zutreffend ist. Ja, das ist für mich ein zweiter Skandal. Ich würde diesen halbierten Kant, den man allein auf die moralische Motivation schiebt und das Volk von Teufeln einfach unter den Teppich kehrt, das ist meines Erachtens der eine Skandal der Philosophiegeschichte, der enorme gesellschaftliche Folgen hat. Unser ganzer öffentlicher Diskurs mit den Appellen, mit Aufklärung und Verstand und so weiter und so fort, basiert auf diesem halbierten Kant. Und der andere Skandal ist das sogenannte Menschenbild von Thomas Hobbes. Die lateinische Formulierung, die dann gebracht wird, heißt dann immer Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und was dann unterschlagen wird. Oder Bellum omnium contra omnes. Oder, ja, und das führt zum Bellum omnium in oder contra omnes, zum Kampf aller gegen alle. Und was unterschlagen wird, ist das Homo homini lupus, das im selben Satz steht, im selben Satz, nicht nur im selben Absatz. Homo homini deus, der Mensch ist dem Menschen ein Gott. Und jetzt kann man wieder sagen, der widerspricht sich in einem und demselben Satz. Aber das ist wahrscheinlich bei einem so klugen Mann wie Thomas Hobbes sehr unwahrscheinlich. Dann muss ich interpretieren. Und dann muss ich mal genau hinschauen. Und dann sagt der Hobbes, beide Aussagen sind wahr, aber bezogen auf verschiedene Situationen. Und die benennt er exakt. Er sagt, Homo homini lupus gilt für das Verhältnis der Staaten untereinander. Aha. Homo homini deus gilt für das Verhältnis der Menschen innerhalb einer sozialen Ordnung, innerhalb eines Staates, eines Rechtsstaates. Das heißt erstens, er bezieht beide Aussagen nicht auf den Menschen, sondern auf Situationen, also auf Menschen in bestimmten Situationen. Die Situationen sind entscheidend, das ist eine Situationstheorie. Und das Zweite ist, der entscheidende Unterschied ist, Homo homini lupus gilt, also der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, gilt dann, wenn wir keine gemeinsame Rechtsordnung haben, die die bindet. Und Homo homini deus gilt, und das ist zwischen Staaten der Fall. Wir haben kein Staatenrecht, kein Weltbürgerrecht oder so etwas zu Hobbes Zeiten. Und Homo homini deus, der Mensch ist dem Menschen ein Gott, gilt, wenn die unter ein und derselben sozialen Ordnung mit einem sanktionsbewährten Rechtssystem leben. Und dann den Hobbes als Pessimisten und pessimistisches Menschenbild hinzustellen. Man begreift es nicht. Man kann daraus nur schließen, dass diese Menschen den Hobbes überhaupt nicht gelesen haben. Also Sie wissen, dass wenn ich jetzt einen normalen Studenten Politikwissenschaft, Bachelor, auf der Straße fragen würde, was ein Hobbes für ein Menschenbild hat, der wird mir sagen, dass es ein sehr pessimistisches ist. Gibt es ein optimistischeres Menschenbild, als zu sagen Homo homini deus, der Mensch ist dem Menschen ein Gott? Der Hobbes ist ein gnadenloser Optimist. Er sagt, selbst von den schlechtesten Voraussetzungen ist der Mensch in der Lage, mit Hilfe seiner Vernunft und seiner Leidenschaften eine Ordnung zu schaffen, dass der Satz Homo homini deus gilt.
Das ist Aufgabe der Politik. Und diese Ordnung setzt auch bei Hobbes auf Vorteilserwartungen. Sie sind praktisch immer in der Gesellschaft auf das kooperative, friedliche Mitwirken der anderen angewiesen. Und beim Hobbes findet sich auf diesen zwei Seiten im Leviathan, im Übrigen in einer anderen Schrift hat er wenigstens 3 oder 4 Seiten, da wird das etwas deutlicher, in De Cive, das ist 3 Jahre früher. Da steht dieser schöne Satz, und selbst wenn ich in aller Bescheidenheit mein Privatleben im Garten genießen will, bin ich darauf angewiesen, dass die anderen mich in Ruhe lassen. Ich hänge von den anderen ab. Friede, Wohlstand, alles Gerechtigkeit, alles ist ein kollektives Unternehmen. Und beim kollektiven Unternehmen dürfen wir nicht grundlegend auf die Moral setzen, sondern auf die Vorteilserwartungen der Einzelnen, die wir durch die Regeln so gestalten, wie beim Fußballspiel, dass da eine elementare Fairness rauskommt. Das heißt nicht, dass wir auf Moral verzichten sollten, keineswegs. Nicht? Das heißt auch nicht, dass wir auf Vorbilder verzichten sollten. Nein, oder? Die Fairness-Einstellung und die Vorbilder wirken, aber nur auf dieser Grundlage. Es muss von der Vorteils-Nachteils-Kalkulation jedes Einzelnen einigermaßen stimmen. Und da überbrückt er auch mal, dass er einmal reinfällt und einmal keine Vorteile hat, 2-3 Mal. Aber wenn er systematisch und dauerhaft auf die Nase fällt mit seinem ehrlichen Verhalten, gerechten Verhalten, solidarischen Verhalten, dann steigt er aus. Und da sind wir im Augenblick. Wir überfordern die Moral. Und weil wir andere Instrumente offensichtlich nicht in Erwägung ziehen, stürzen wir die Gesellschaft in Konflikte. Da suchen wir Schuldige, schimpfen auf die anderen, stellen sie an den Pranger und so weiter und so fort. Wir haben unterschiedliche gesellschaftliche Strukturen und es ist eigentlich trivial, dass wir auf unterschiedliche Probleme mit unterschiedlichen Instrumenten antworten müssen. Und auch mit unterschiedlichen Theoriekonzeptionen. Und was mich so bewegt, ist eigentlich, dass die Philosophie mit ihrer starken Orientierung an der individuellen Moral, die man begründen muss, ganz tief, vielleicht sogar letzt begründen muss, so der Frankfurter Diskursethiker Karl Otto Apel, der den Anspruch erhebt, eine Letztbegründung der moralischen Normen vorlegen zu können. Wenn er die Letztbegründung vorgenommen hat und alle überzeugt hat, dann verhalten die sich auch so. Und dann hat er quasi wieder, ein mechanisches Verhältnis. Und dann hat er wieder das Mitmachen der anderen, das Trittbrettfahren außen vor. Das kommt dann einfach nicht vor. Und für Apel ist das interessant, die Frankfurter Diskursethik. Habermas war da immer skeptischer. Habermas hat immer geredet vom nur schwachen Zwang des besseren Arguments. Er hat immer gesehen, dass das bessere Argument nur eine schwache Motivationskraft hat. Aber er hat das nicht ausgearbeitet. Und es gibt Stellen bei Habermas, wo er sagt, ja, bislang haben wir uns eigentlich nur mit der Individualethik, das heißt also, was soll ich tun, befasst. Aber nicht beim frühen Habermas. Ja, doch, auch beim frühen. Auch beim frühen. Er bekennt das in, jetzt 1992 in der Schrift, da sagt er das erstmals, da gibt er zu. Individualethisch hat das eigentlich ganz gut funktioniert, was wir bislang in der Diskursethik gemacht haben. Aber jetzt müssen wir eine Rechtstheorie machen. Und bei der Rechtstheorie kann Ihnen doch nicht verborgen bleiben, dass das Recht steuert über Sanktionsandrohungen. Das heißt über meine Vorteilskalkulation. Ich lasse die Finger davon, weil ich sonst bestraft werde. Und bei Apel ist das noch schöner. Apel macht 25 Jahre lang Letztbegründung, aufs Individuum und auf die Überzeugungskraft seiner Argumente gebaut und erwartet, dass jeder sich dann daran hält. Und dann merkt er plötzlich, das ist ja gar nicht, ist ja gar kein Selbstläufer, die Einsicht. Die geht ja nicht automatisch in die Motivation. Und dann erklärt er das, was er 25 Jahre gemacht hat, was für ihn damals die ganze Philosophie war, erklärt er plötzlich zum Teil A der Diskursethik und hängt einen Teil B dran, wo er sich mit der Realisierungsproblematik befasst. Das ist alles halbierte Gesellschaftstheorie, halbierte praktische Philosophie.
Und man kann sich überlegen, also was mich immer umgetrieben hat, ich habe das in meinem Ökonomiestudium gelernt. Ich habe zunächst Philosophie studiert, mit der Promotion abgeschlossen und habe dann ein Ökonomiestudium draufgesetzt und habe da gelernt, was Gefangenendilemma-Strukturen sind, also Trittbrettfahrerstrukturen, und dass wir damit in der Gesellschaft immer rechnen müssen. Und Apel und Habermas haben das offensichtlich erst spät gemerkt. Und wenn wir sozusagen gesellschaftliche Kollektivprobleme, Staatsprobleme mit individueller Moral lösen wollen, zahlen wir einen ganz, ganz hohen Preis. Da kann man, das hat ganz schlimme Folgen für die Gesellschaftspolitik. Also ich in der Familie kann natürlich moralisch argumentieren, vielleicht auch, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Aber wenn ich jetzt gesellschaftlich handeln möchte, jetzt gehen wir mal auf die Ebene der politischen Entscheidungsträger, ja, der wirtschaftlichen Entscheidungsträger, Zivilgesellschaft und wie sie alle heißen, die dann auch Verantwortung tragen können mit diesen Entscheidungen. Wie sieht dann eine gute Entscheidung aus? Wie wird die vorbereitet? Also Sie müssen zunächst einmal die Problemstrukturen erheben. Und die Problemstruktur, wenn Sie Politik für eine große Gesellschaft machen müssen, die Problemstruktur ist immer dadurch gekennzeichnet, dass Sie mit Trittbrettfahrern rechnen müssen. Gut. Alle, selbst wenn alle dasselbe Ziel haben, heißt es immer noch, leiste du mal deine Beiträge. Ich konsumiere das gute Ziel, das gute Ergebnis, wenn es sich denn überhaupt einstellt. Aber meine Beiträge halte ich zurück und das ist die optimale Strategie für mich individuell. Und dann ist die entscheidende Frage, wie kriege ich die anderen dazu, dass sie ebenfalls ihre Beiträge leisten, Fachausdruck, auch kooperativ spielen. Erst die Problemstrukturen erheben und dann, das ist eigentlich angekommen in der Politik heute, dann muss ich die Regeln so gestalten mit Sanktionen, Vorschriften, beispielsweise Steuervergünstigungen oder Steuererhöhungen, das sind Steuerungsmittel, dass die Menschen aus Eigeninteresse sich anpassen. Der Fachausdruck ist, ich muss auf die Anreize der Menschen setzen. Anreize. Anreize sind handlungsbestimmende Vorteilserwartungen des Einzelnen. Wenn ich von einem bestimmten Handeln größere Vorteile erwarte, also beispielsweise von der Umstellung auf erneuerbare Energien, wenn ich davon größere materielle und sonstige Vorteile erwarte, dann werde ich das irgendwann machen. Und wenn ich keine größeren Vorteile, sondern Bestrafungen erwarte, wenn das Öl plötzlich nur noch, wie das in den 60er Jahren, 9 Pfennig kostete, dann werde ich mich niemals mit gutem Vorbild, guten Vorbildern folgen und mich umstellen auf erneuerbare Energien. Niemals. Die Steuerung läuft über Anreize. Und jetzt kommt wieder der Punkt gegen die Moralisten. Anreize ist sozusagen der Grundsündenfall in der Moralphilosophie. Das ist das bei Kant, dass ich aus Eigeninteresse, weil ich davon Vorteile habe, mich in einer bestimmten Weise verhalte. Und da sagt der Kant, das ist klug, aber moralisch ist das nicht. Das ist der Satz des Berühmten, der berühmte Satz von Adam Smith. Adam Smith, der übrigens, wir sehen ihn immer als den Vater der modernen Ökonomie. Aber er war nicht Professor für Ökonomie, er war Professor für Logik und Moralphilosophie. Und er hat 2 Bücher geschrieben. Die Theorie der ethischen Gefühle, das ist Individualethik, sag ich mal vereinfacht. Und 15, 17 Jahre später schreibt er Wealth of Nations. Und da steht dann der Satz, der wohl am meisten in der ganzen ökonomischen Literatur zitiert wird. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir appellieren nicht an ihre Menschenliebe, sondern an ihr eigenes Interesse. Wir steuern das gesellschaftlich erwünschte Ergebnis, steuern wir über das Eigeninteresse der Akteure, und die Steuerung erfolgt durch die Kanalisierung, durch das Regelsystem, durch das Spielregelsystem im Fußball. Die Aufgabe einer Gesellschaftspolitik ist es, diese Steuerung über das Eigeninteresse der Einzelnen nicht zu vernachlässigen. Und jetzt kommt's.
Das merken wir im Alltag überhaupt nicht. Wir rufen doch nicht das Eigeninteresse aus. Wenn ich vor der roten Ampel halte, frage ich doch nicht, ob das solidarisch ist oder sonst etwas, sondern ich halte vor der Ampel, weil ich sonst Punkte in Flensburg kriege. Ja, aber als damals der Gurt eingeführt wurde, da gab es große Proteste, weil meine Freiheit eingeschränkt wird. Mit demselben Argument, mit dem die FDP und die Impfgegner die Impfpflicht bekämpfen, hat man damals die Gurtanlegepflicht bekämpft. Ich weiß das noch. Der ADAC hat sich darüber aufgeregt, den Gurt anlegen zu müssen. Das beeinträchtigt die freie Entfaltung meiner Persönlichkeit. Ja. Da ziehen wir gleich das Grundrecht. Wir sollten Effizienzüberlegungen über die Impfpflicht und Impfkampagnen anstellen. Effizienzüberlegungen, aber nicht gleich die Menschenrechte zu ziehen und die Freiheitsrechte des Einzelnen. Wobei dann vergessen wird, dass wir die Freiheit halt eben nur den Institutionen verdanken, den Regeln. Nicht? Es ist müßig, sich hinzustellen und zu verlangen, dass ich frei bin und dass ich tun und lassen kann, was ich will. Wenn ich tun und lassen kann, was ich will, wenn jeder tun und lassen kann, was er will in der Gemeinschaft, dann kommt ein Leben heraus, von dem just dieser Thomas Hobbes, und das steht im Leviathan, sagt, dann ist das Leben des Einzelnen solitary, poor, nasty, brutish and short. Also einsam, arm, erbärmlich, kurz, und das ist dann, weiß Gott, keine Freiheit mehr. Nicht? Also Freiheit basiert auf Regeln, und das wird unterschlagen, wenn ich blind sofort das Freiheitsargument und Bedrohung der Freiheit ziehe. Was nützt mir meine Freiheit, wenn hunderttausende Menschen sterben an der Pandemie? Gar nichts mehr. Generell, die positiven und die negativen Sanktionen gehören immer zusammen? Das ist eine Frage, die man nur empirisch eigentlich beantworten kann. Es gibt positive Sanktionen und negative. Positive Sanktionen sind Belohnungen, und das reicht von materiellen Belohnungen. Also beispielsweise, wenn Sie eine energieeffiziente Wohnung kaufen, kriegen Sie eine Förderung von 25.000 oder 27.000 von der KfW. Ich bin im Augenblick gerade bei solchen Überlegungen. Das sind positive Anreize, energieeffizient zu bauen. Sie können aber auch Bestrafungen machen. Wenn Sie die Umwelt verschmutzen, werden Sie vor den Kadi gezogen. Und was besser wirkt, Ökonomen sagen gerne, die positiven Sanktionen, die Belohnungen wirken besser. Ich habe einen Kollegen, einen Schüler von mir, der Ingo Pies, der sagt, man hätte bei der Impfkampagne denen, die bereit sind, sich impfen zu lassen, 200 Euro bei der Erstimpfung zu geben. Und wenn 90% in der Gesellschaft erreicht sind, kriegen sie doch 800. Das sind positive Sanktionen, ist ein Vorschlag. Ich weiß nicht, was empirisch besser funktioniert. Das muss man ausprobieren. Das kann ich als Theoretiker nicht ex ante sagen. Aber wir können mit positiven und negativen operieren. Wir können mit finanziellen Anreizen, positiv, negativ, mit sozialer Anerkennung operieren und so weiter. Das muss man ausprobieren. Und das kann auch sein, dass in der einen Gesellschaft die finanziellen Anreize wirken und in der anderen Gesellschaft die soziale Anerkennung. Glauben Sie, dass das Konzept auch kulturabhängig ist? Dass es vielleicht Kulturen gibt, wo das nicht so wirksam ist, bei vielleicht etwas anders Religion, Gemeinschaft stärker sind als bei uns? Das vielleicht gar nicht mehr so anwendbar ist? Nein, das ist empirisch sicherlich so, wenn Sie in die Wirklichkeit schauen. Und es gibt Theorien, die sagen, der Konfuzianismus beispielsweise oder der Buddhismus haben ein so starkes Gemeinschaftsgefühl, dass die Menschen mehr Nachteile, mehr Benachteiligungen durch kooperatives Verhalten, durch moralisches Verhalten, mehr Nachteile bereit sind auszuhalten. Aber es hält nicht dauerhaft. Und dann müssen Sie außerdem noch sehen, ob die Religion Motivationskraft entwickelt aus der Überzeugung heraus und aus den moralischen, religiösen Imperativen zur Nächstenliebe beispielsweise,
Oder ob es nicht vielmehr auch so ist, dass, was wir dann nicht bemerken im Alltag, dass die unmittelbare soziale Kontrolle durch die Glaubensgenossen, dass die dafür sorgt, dass ich mich an die Regeln halte. Dafür gibt es viele Beispiele. Und es ist ja so, solange diese individuelle ökonomische im weitesten Sinne, und das ist nicht nur Geld, das ist auch Vermögen, das ist gesellschaftliche Anerkennung, Aufstiegschancen und so weiter, wenn diese ökonomische Bilanz einigermaßen stimmt, nicht in jedem Einzelfall, aber in der Sequenz generell, dann halte ich mich aus Gewohnheit daran und weil die soziale Kontrolle so ist. Aber wenn ich dauerhaft in Nachteil gerate durch mein kooperatives Verhalten, dann steige ich aus. Dieses Trittbrettfahrertum haben Sie ja gut erklärt, auf der Ebene zum Beispiel unserer Gesellschaft mit positiven und negativen Sanktionen. Wie schaut es aber aus jetzt unter Staaten? Das einzige Mittel, was wir haben, ist doch die Vorbildfunktion. Würde jetzt jemand sagen, der sagt, Deutschland muss eine Vorbildfunktion, eine Vorreiterfunktion haben in der Klimapolitik. Ja. Wie schaut es denn da aus? Sie riskieren dann aber, dass die anderen sagen, na ja, ist ja schön, wenn das Klima sich verbessert, dann können wir wieder den Dreck in die Luft pusten. Nicht? Also das ermutigt die anderen, wieder Trittbrett zu fahren. Aber ich habe ja keine negativen Sanktionen, sonst müsste ich ja Krieg Moment, führen. Aber woran arbeiten wir in internationalen Vereinbarungen? Das ist die Aufgabe dieser Politik, diese Kooperation inklusive Sanktionen oder Anreizen zustande zu bringen. Und daran scheitert es. Und es scheitert bislang daran, und das ist ein ganz mühsamer Prozess, die anderen gewissermaßen ins Boot zu holen. Wir haben jetzt politische Selbstverpflichtungen. Aber Sie wissen, dass das einstweilen noch nicht, die Selbstverpflichtungen noch nicht befriedigend sind, gerade jetzt in Glasgow auch wieder. Die Umweltverbände sagen, das ist überhaupt nicht befriedigend. Warum nicht? Weil einige Staaten gesehen haben, dass sie dann unter Verpflichtungen geraten, unter verschärfte Beobachtung gewissermaßen gestellt werden. Und um das zu verhindern, haben sie aufgeweicht. Das ist ein Prozess, der über Jahrzehnte geht. Wir haben den Rechtsstaat. Wir haben die Demokratie, den Rechtsstaat mit Menschenrechten in Europa durchgesetzt in einem Prozess von nicht weniger als 800 Jahren und sind immer noch nicht durch. Mit viel Blut. Und mit viel Blut und verheerenden Rückschlägen. So lange dauert das. Sie sehen wieder, was die Verführungskraft des Moralismus in der Gesellschaftspolitik ist. Man denkt, wenn ich mir das fest vornehme und einen starken Willen habe, ab morgen früh um 9 verhalte ich mich anständig. So funktionieren Gesellschaften nicht. Wir brauchen Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und es kann in die Katastrophe führen, wenn ich dieses moralische Denken interstaatlich anwende, wenn ich jemand mein System vielleicht... Ja, wenn ich dem das aufoktroyieren will. Also da sind wir bei den Kosten, wenn ich gesellschaftliche Kollektivprobleme nicht über Anreize, über Eigeninteresse lösen will, sondern wenn ich das über Moral und moralische Bevormundung lösen will. Die Kosten also Beispiele, glaube ich, sind uns bekannt. Irakkrieg und so weiter. Beispiele sind bekannt. Der Irakkrieg ist einer. Ich überziehe die anderen mit Krieg. Und es sind nicht wenige. Naja, China will man nicht unbedingt mit Krieg überziehen, aber man will die Handelsbeziehungen abbrechen. Was man sich einhandelt, ist auf der einen Seite einen antiökonomischen Affekt. Man darf nach diesem einen Kant, dem Moralphilosophen Kant, darf man nicht egoistisch sein. Und nach dem sozialphilosophischen Kant muss man es sein. Man darf es nicht sein. Und deswegen ist die moderne Philosophie, soweit sie im weitesten Sinne im Dunstkreis von diesem einen, dem frühen Kant steht, ist antiökonomisch eingestellt, antikapitalistisch, grundsätzlich. Sie begreift überhaupt nicht, dass wir die Armut in 30 Jahren halbiert haben, in 20, 30 Jahren jetzt mit den Millennium Goals, nur durch Kapitalismus. Das will man nicht wahrhaben. Natürlich hat der Kapitalismus, der empirische, viele Fehler. Aber dafür kann man zahllose neoklassische Ökonomen zitieren, die auf die Fehler und die Versäumnisse hinweisen. Das heißt nicht, dass man nicht mehr Kritik am Kapitalismus üben darf. Aber für einen grundlegenden Systemwechsel gibt es überhaupt keine Gründe.
Und der Sozialismus, der das angestrebt hat, ist bislang den Nachweis schuldig geblieben, dass er eine vernünftige Wirtschaft aufbauen kann. Die Menschen darben in Armut. Aber überall, wo ich Kapitalismus habe, ohne Demokratie? Das ist völlig richtig. Aber das haben wir auch gehabt. Wer hat denn den Kapitalismus in Deutschland durchgesetzt? Preußen, das Kaiserreich, hat es durchgesetzt. Also autoritäre politische Systeme haben das durchgesetzt. Der Vorlauf war die Marktwirtschaft, der Kapitalismus. Übrigens auch der Vorlauf war, die Politik hat den Kapitalismus durchgesetzt, hat ihn aufoktroyiert. Das ist das Interessante eigentlich daran. Jetzt bin ich ein bisschen vom Faden abgekommen. Aber ich möchte es nochmal anders zusammenfassen, denn wir sind auch schon fast am Ende. Die beiden Verantwortungen, meine individuelle, auch mein Gewissen sozusagen, streitet sich oft mit dem, was vielleicht gesellschaftlich notwendig wäre. Ja. Wenn ich nur das Gesellschaftliche betrachte, kann man mir vielleicht vorwerfen, dass ich kein Herz habe. Ja. Aber wenn ich nur das Moralische betrachte, meine individuelle Verantwortung, kann man mir vielleicht vorwerfen, dass ich keinen Verstand habe? Ja, ich würde das sagen. Das ist ein Theoriedefizit. Theoretiker, hochkarätige Theoretiker, kapieren, dass man gesellschaftlich erwünschte Ziele, Wohlstand, Freiheit, Gerechtigkeit, über Anreize, also über Eigeninteresse lancieren muss. Beispielsweise, ich zitiere gerne den Papst Benedikt, nicht weil ich katholisch bin, das bin ich zwar auch, aber er ist ein Intellektueller, der es kapiert hat. Der sagt, die soziale Ordnung ist, jetzt wörtlich, der institutionelle, wir können auch sagen, politische Weg der Nächstenliebe. Die soziale Ordnung ist Nächstenliebe ohne das Motiv der Nächstenliebe. Und das haben wir nicht begriffen. Hat eine soziale Ordnung, die da als Beispiel dient? Ich denke, dass er die deutsche soziale Marktwirtschaft als Grundmodell im Hinterkopf hat. Es gibt Rechtssicherheit, es gibt Eigentumsgarantie, es gibt Menschenrechte und so weiter. Das ist die soziale Ordnung und alles das wird mit Zwang, mit Sanktionen durchgesetzt. Und ich kann ja Nächstenliebe mit der Welt, mit dem Fernsten gar nicht praktizieren. Den kann ich ja gar nicht emotional lieben. Den kenne ich ja gar nicht. Was uns nicht gelungen ist, dass wir normativ erwünschte Gesellschaftszustände sozusagen unter der Flagge des Eigeninteresses realisieren müssen. Und das ist das Volk von Teufeln von Kant. Und dann sagt der Kant sogar noch an genau dieser Stelle, und wenn wir einen solchen Staat einmal eingerichtet haben und der leidlich funktioniert, dann kann sich allmählich die Moralität in der Gesellschaft entwickeln. Stellen Sie sich das mal vor. Nicht die Moralität ist das Erste für die Gesellschaft, sondern die soziale Ordnung, die Stabilität ist der Boden, der Nährboden für die Entwicklung der Moral, die dann draufgesetzt wird. Moral kann steuern, Religion kann steuern, kann mir über bestimmte Situationen, wo ich den Kürzeren ziehe in meinem kooperativen Verhalten, in meinem Vertrauen in die Institutionen, wo ich da Nachteile habe, kann mir über Einzelfälle hinweghelfen, ein Stück weit, aber nicht systematisch. Unter Ihren Kollegen, Theologen, Philosophen, waren Sie da bestimmt immer in der Minderheit, oder? Unter den Philosophen bin ich in der Minderheit, das ist völlig klar. Die haben, selbst wenn sie das Gefangenendilemma kennen, diese mathematische Aufzeichnung, selbst dann versuchen sie das noch mit Appellen an die individuelle Moral zu überbrücken, statt auf Sanktionen zu gehen und auf Anreize zu gehen. Die Theologen sagen, es gibt noch etwas viel Höheres und Wertvolles. Ja, die Theologen sind da anders. Insbesondere die katholische Theologie. Die katholische Theologie hat theoriegeschichtlich im 19. Jahrhundert die Abspaltung der sogenannten Sozialethik von der Moralphilosophie durchgesetzt. Sie haben die Arbeiterfrage
das Elend und die Armut der Arbeiter haben sie versucht, mit karitativen Mitteln, mit moralphilosophischen Mitteln zu lösen und haben gemerkt, das geht nicht. Und dann hat sich die eigene Wissenschaftsdisziplin Sozialethik abgespalten, die mit anderen methodischen Mitteln arbeitet, weil sie andere Fragestellungen hat. Sie hat die Frage, wie funktioniert eine Gesellschaft? Wie kann ich die Gesellschaft besser machen? Und nicht, was soll ich jetzt tun? Das eine ist Moralphilosophie, da kommt es auf die Motive an und auf den Willen an. Und das andere ist die Gesellschaft, da kommt es auf die Anreize beziehungsweise auf das Mitmachen aller an, auf die Vorteilserwartungen. Und das und nennen sich immer noch Theologen. Das ist katholische offizielle Theorie. Wobei man sagen muss, Benedikt hat das begriffen, weil er ein hochintellektueller Kopf ist, während der Franziskus das zum Teil wieder rückgängig gemacht hat. Diese Wirtschaft tötet. Das ist ein hartes Wort. Also, und beim Zusammenstreichen der theologischen Fakultät sind alle Bischöfe versucht, die Sozialethik-Lehrstühle wieder zu kassieren und auf die Moralphilosophie, auf die Moraltheologie zurückzuschneiden. Wenn sie was opfern müssen, opfern sie das. Ich mache zum Schluss mit Ihnen ein Gedankenexperiment. Wir nehmen an, Sie sind jetzt wieder Lehrstuhlinhaber. Sie haben Ihre Habilitanten, Ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter, Ihre Promoventen. Und jetzt gehe ich hier runter. Ich nehme einen Koffer, den lege ich jetzt auf den Tisch. Klack, klack, mache auf, mache den Deckel vom Koffer auf, drehe ihn zu Ihnen hin und Sie sehen, da ist ganz viel Geld. Und Sie haben jetzt im Augenblick, Sie haben 3 Semester forschungsfrei, Sie haben ganz viel Geld, Forschungsgeld, Sie können damit der Frage nachgehen und den Gegenständen nachgehen, was Sie jetzt für richtig halten. Was wäre denn das? Jetzt im Augenblick. Ich würde diese sozialethische Schiene, die über Anreize argumentiert und operiert, die würde ich stärken, da würde ich Forschungsprogramme einsetzen. Und ich darf Ihnen sagen, ich habe so etwas bereits gemacht, nicht, dass ich den Koffer voll Geld hätte, aber ich bin bei großen Industrieunternehmen betteln gegangen und habe auch selber dafür gearbeitet, um ein Institut, das Wittenberg-Zentrum für globale Ethik, aufzubauen, das genau auf dieser institutionenethischen, ordnungsethischen Schiene arbeitet, geleitet natürlich von moralischen Leitideen, Gerechtigkeit und Solidarität, klar. Aber wenn das nicht in die Anreize kommt, kann ich Gesellschaften nicht in diese Richtung steuern. Dankeschön. Das waren die RHI-Kontexte, mehr von Karl Hohmann zu seinem Werdegang, zu dem, was ihn geprägt hat und warum Wirtschaftswissenschaftler heute vielleicht etwas weniger rechnen und mehr denken sollten, finden Sie in unserem Smart-Podcast mit meiner Kollegin Tina Meyer-Schneider. Einen Link zum Podcast finden Sie hier unten in der Beschreibung oder überall, wo es Podcasts gibt. Alle Informationen zu unserem Institut und den Menschen darin finden Sie im Netz unter www.romanherzoginstitut.de. Dort können Sie auch unseren 3-mal jährlichen erscheinenden Newsletter abonnieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Insta. Die nächste Sendung der Staffel erscheint in 2 Wochen. Vielen Dank.